Der Geruch dieses Donuts macht mich verrückt. Er gehört mir. Wegen dir haben wir ihn zerrissen. Vielleicht ist es auch gut so. Diese Donuts sind größer. Lass uns die Challenge mit einem Schokoburger beginnen. Wow, so einen habe ich ja noch nie gesehen. Und ich habe rosa Pommes. Auch nicht schlecht. Obwohl ich deins natürlich bevorzugen würde. Schmeckt genauso gut wie echte Pommes. Monika, deine Zähne sind rosa geworden. Echt jetzt? Ich brauche dringend einen Spiegel. Wie fürchterlich. Wie kriege ich das wieder ab? Oh nein, mein schönes schneeweißes Lächeln. Ich hoffe, dass mein Burger mir meine Zähne nicht ruiniert. Das nicht, aber ich werde dir den Eindruck vermiesen. So kalt hier. Ich drehe mal die Heizung an. Was ist los? Wieso schmilzt mein Burger? Mein Plan hat funktioniert. Zeit, dass ich mich räche. Wieso malst du mir einen Schnurrbart? Er steht mir nicht. Ach komm schon, ich bin da anderer Meinung. So viele Schokokaugummis. Wow. Ist doch nicht wahr. Ich habe klassische pinke Kaugummis. Was für eine große Rolle. Müsste mir reichen. Wow. So, fertig. Und die blasen erst. Ich liebe sie zu platzen. Vielleicht kann ich ja auch solche machen. Schmeckt nach Schokolade, klasse. Ich bin auch schon fertig. Jetzt kommt der beste Teil. Schau, Monika. Wow, das machst du richtig gut. Sollen wir ihn fliegen lassen? Oder platzen lassen? Ich suche das zweite aus. Schokodusche! Du meine Güte! Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Schokonachos. Voll interessant. Meine sind in rosa Glasur. Ist ja auch cool. Ich bin mir sicher, die sind süß. Genau, habe ich's doch gesagt. Aber hier fehlt noch eine Soße. Ich will einen süßen Springbrunnen. Wow, wie hast du das gemacht? Ich hab so meine Tricks. Ich hatte recht, die Soße passt perfekt. Mir passt er nicht. Ich brauche Schokolade. Schokonachos in Schokolade. Davon kann man nur träumen. Ich habe auch nichts gegen einen Schokospringbrunnen. Lass ihn los. Du hast mich vollgekleckert. Du mich auch. Aber dafür haben wir auch mal in Schokolade gebadet. Eins, zwei, drei, los geht's. Wow, ich habe eine rosa Torte. Im Gegensatz zu deinem braunen Klumpen. An meinem Dessert muss noch ein bisschen gearbeitet werden. Ich packe noch Creme drauf. Ich wusste gar nicht, dass du Konditoreitalente besitzt. Und ob. Schau, wie gut das klappt. So viele Cremeschichten. Die Torte ist perfekt. What's up? Ich mache auch noch was aus meiner. Das kommt weg. Was machst du? Ein perfektes Dessert. Meisterhaft.
Deinen Schmetterling fange ich. Komm her, mein Kleiner. Hey, was geht hier vor sich? Das hast du jetzt davon, Monika. Das war doch nur ein Scherz. Ich mag solche Scherze nicht. Ich hoffe, die Schokolade hebt mir meine Laune wieder. Schmeckt das gut? Guten Appetit, du. Los geht's. Nur ein Bonbon? Das ist ja gar nichts. Ich habe auch nur eins. Das reicht sicher nicht. Aber ich weiß, was sich da tun lässt. Ich kenne ein paar chemische Tricks. Diese Flüssigkeit gebe ich dazu und voilà, schon vergrößert sich unsere Portion. Jetzt kann ich sie in Stücke schneiden. Das gefällt mir um einiges mehr. Lass sie dich, ich will auch sowas. Zeit zu experimentieren. Das kippe ich hinzu. Oh, wow, was für eine Explosion. Mit Chemie hast du es nicht wirklich, oder? Das Ding ist so glatt, ich kann nichts abbeißen. Na, ich muss es aufschlagen. Wow, das hat ja gut geklappt. So viele Bonbons. Man könnte glatt darin schwimmen. Mein Experiment ist positiv ausgefallen. Einverstanden? Du hast doch noch Talent. Es wird langsam langweilig. Aber ein Eis kann die Sache ändern. Oh, schau, eine rosa Waffel. Schau hierher. Das ist das beste Eis auf Erden. Da kommt noch Schokosoße drüber. Das ist so süß und sanft. Und zergeht nur so auf der Zunge. Sieht verlockend aus. Hoffentlich schmeckt meins auch. Oh, die Soße steckt ein bisschen. Nein, ich habe alles verschüttet. Du hast mich voll gekleckert. Na, warte. Lass mich in Ruhe. Beschäftige dich mit deinem Eis. Voll lecker. Mary, du hast diese Runde für mich doch noch schmackhaft gemacht. Gar nicht schlecht. Rosa Fanta, voll rechtzeitig. Ich habe gerade Durst bekommen. Was soll schon schön an rosa Limonaden sein? Wenn man Schokodrinks haben kann. Monika, kannst mich gerne beneiden. Selbst meine Flasche ist essbar. Und da drin befinden sich noch Bonbons. Voll cool. Ich will die auch unbedingt probieren. Oh nein, du hast deine eigene Flasche. Aber okay, ein klitzekleines Stückchen kann ich dir abgeben. Aua, lass das. Ich bin auch mit meiner Fanta zufrieden. So erfrischend. Und nun will ich mich rächen. Dafür lade ich meine Wasserpistole. Mary, jetzt kannst du was erleben. Ah, wie nass. Hast du nun davon? Wow. Ich hatte meinen Spaß daran. Und was bevorzugst du? Pinke Süßigkeiten oder Schokolade? Schreibt uns das in den Kommentaren. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss.